Gut, gut, gut. Ich sehe, der Stream läuft. Also, hallo und willkommen back zum neunten Stream von Dreamers. Mit mir, Mortal Xerox. Ja, wieder Spider-Man. Und ja, ich will eigentlich gar nicht so lange reden. Starten wir doch einfach. Wir waren ja gestern noch hier in diesem, bei unserer Tante, beim Feast. Ich hab's jetzt gerade dort gesehen. So, Lautstärke noch etwas einstellen. So. Kannst du das Geld wirklich erübrigen? Aber ja, die Arbeit hier lässt mir gar keine Zeit, es auszugeben. Das ist schon in Ordnung. Ach stimmt, wir haben ja Geld bekommen. Und das war ja das Foto, stimmt. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja, Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Sind ja gerade bei der Tür. Ich hoffe, ich habe es nicht während dem Schlafen vergessen, wie man spielt. Aber ich muss jetzt sicher wieder reinkommen, bis ich wieder die Steuerung perfekt drin habe. Ja, wir haben ja unser schwarzer Anzug. Ah, das war die Mission. Es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Jetzt sogar eine Nebenmission. Hat sonst wo noch irgendwas? Ah, stimmt, wir haben ja gestern das Black Cat Überwachung Zeug freigeschalten. Und jetzt können wir ja auch langsam mal alle Forschungsstationen erkunden oder öffnen. Ach, hier oben hat es auch noch. Das wäre die einzige Nebenmission eigentlich. Okay, machen wir diese. Ist ja nicht weit weg. Ey, Bro. Hilfe für Howard. Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein. Weißt du was? Ich drehe mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir noch etwas mehr freigeschalten. Okay, aber es fehlt gar nicht mehr so viel. Dann haben wir auch schon alles. Also ich nehme mal an, zwei Nebenmissionen sind das noch, wo gesperrt sind. Und unten noch zwei Verbrechen nehme ich jetzt mal an. Hier in der Stadt hat jetzt nur noch diese Taube hier. Also es gibt einen Forschungspunkt. Ah, nice. Das ist wirklich nice. Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Ja, jetzt können
könnten wir eigentlich das gerade machen? Ah, schade, haben wir den Sprung, den Ladesprung noch nicht freigeschalten. Das wäre jetzt nützlich gewesen. Ah, jetzt können wir auch noch nach Verbrechen Ausschau halten. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute! Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe ihn was an. Was gibt's? Oh! Die Dämonen sollen zum Fest des Baustellen oh. Der Stadt unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse. Oh oh! Ist ein Dicker! Halt Schuhe aus! Verstanden! Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Und einfach down. Alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Böser Typ. Das hat man nicht in der Schule gelernt. So. Schlechte Manieren. Nice. Was schon wieder? Ich höre hier. An. Das ist nur hier. Oh, schnell weg. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erkunden hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Ja, genau. Dann wieder eine Mission starten. Ah. Das müssen wir jetzt machen. Aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft. Na, schon wieder das gleiche, okay. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass darin ineffiziente Auspuffrohre schuld sind. Wenn ich frische Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. Ja, säubern wir die Stadt. Okay, das habe ich. Ja, wir können uns ja auch easy going hier entlang schwingen. Gut. Hier ist die nächste. Ah, wir brauchen 8 Stück. Das stinkt. Ah, das Feeling der Steuerung ist einfach zu nice. Wo ist diese Wolke? Ah, die ist hier. Und an der Seite. So. Ah, ich wollte schon sagen. Er bringt sich hier noch um. Oh, voll rein. Alter. Okay. Anscheinend haben wir 3 Schuldige. Ich brauche Beweisfotos von ihnen. Ah, wieder mit der Kamera. Ich mache Fotos. Wie früher beim Jubel. Das Leben war viel einfacher damals. Dort. So, schnell ein Foto machen. Eins weniger. Ist wirklich bester Paparazzi ever. Ah, der ist auch nicht mehr weit entfernt. Und tschüss. Das behalte ich. Wow! Kann man auch machen? Sind das 3 Autos? Ah ja. Was? Das sind diese Autos, die die ganze Verschmutzung hier machen. Oh. Nein! Und der Hattrick.
Gut. Alles abgeschickt. Das löst eine Rückrufaktion aus. Mit freundlicher Genehmigung der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Sind wir jetzt weit gereist? Ah, nein. Okay, nicht einmal. Ah, oh. Oh, komischer Ladebildschirm. Wow. Okay. Was als nächstes? Der hier haben wir gemacht. Wo sind die Tauben? Ah. Ich glaube dort. Nein. Ich wollte hier hin. Woo! Und Rückwärtssalto. Immer schön XP bekommen. Es sieht einfach zu geil aus. Was ist denn? Ah! Eine Taube! Nicht wegfliegen! Bitte! Muss ich sie einfangen? Wie schön mein Können sinnvoll einzusetzen! Oh oh! Nein! Nein! Sie will mich triggern! Ah. Noch ein bisschen näher. Und... Nein! Warum geht sie nach oben? Nein! Verflixt! Warum ist sie so weit oben? Ist sie mir jetzt entwischt? Na toll. Ah, sie ist wieder zurück. Überall in den Nachrichten. Wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei denen New Yorker bedroht wurden. Unser nächster. Oh Mann, wieso konnte er das nicht weitermachen? Eine Taube von Howard. Komm schon! Die ist schnell! Komm schon! Wie schön mein Können sinnvoll einzusetzen! Mann! Wieso geht's manchmal beim Heranziehen und manchmal gar nicht? So komisch. Okay, jetzt geht's schneller nach oben. Ja! Nice! Oh. Oh, oh, sorry. Dich filmen sollen. Sorry, Leute. Howard. Okay, dann haben wir in diesem Bereich, also Chinatown ist schon mal gut gesäubert. Außer mit Dämonenverbrechen müssen wir noch vier Stück. Gefunden. Graue Flecken hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber schau mal, gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Der findet den Weg. Kein Problem. Ein Klaps auf den Kopf? Oh Gott. Tricky! Okay. Die Kameras sind nicht billig. Suchen wir wieder. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie sie dann hier liegen? Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Bam. Ah, dort hinten. Blackhead führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Zum Glück helfen sie einem, weil der Controller vibriert. Dann weiß man, wo es so ungefähr sich befindet.
Ah, hier wäre noch eine Taube. Jetzt nur eine Taube. Zwei Tauben. Ah, okay. Hier auch. Ja, eine. Okay. Ja, ich glaube, es gibt gar nicht so viele. Ich würde sagen, wir machen diese als erstes. Und dann gehen wir nach unten. So. Alle Einheiten haben eine Verfolgungsjagd. Haben eine Meldung aus Little Italy. Ja. Außer das passiert. Die Irren bringen mit dem Fahrstil noch alle um. Und nach. Weil. Wo kommt der? Ah! Das ist wirklich dreist! Ey! Ey! Endstation! Jetzt hört ihr wieder dann das Spam von meinen Tasten. Ihr seht so kuschelig aus! Ich gar nicht rausholen! So! Der ist erledigt. Und der nächste. Und Tastenspam! Wollen wir wetten? Jetzt bin ich echt nicht sauer. Nein, böse. Nein. Bist du erledigt, Mann? Nein. Puh. Ihr habt es angedeutet. Ja. Und das war's. Endlich ein richtiger Kampf. Er freut sich noch. Das war's schon. Pendeln war schon mal schlimm. Nice, alle Bonusspiele. Nice. Oh mein Gott, die Schreie. Wir räumen hier auf. Ja, kein Problem. Ah, okay, die Taube ist dort hinten. Man hat wirklich das Gefühl, die Stadt lebt, weil die Bewohner reagieren darauf, was passiert, wie man sich verhält. Nicht wegfliegen, bitte! Oh oh. Komm schon. Ja, wir haben sie. Dann das nächste Ziel. Oh. Ich wollte gar nicht das markieren. Gerade vor uns. Bei der Schießerei wird es Tote geben. Officer, schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Und. Nein. Ey. Oh, das Raketenwerfer habe ich gar nicht gecheckt. Nein, böse. Ja, da kommen die nächsten. Oh, Mist. Also wenn Friendly Fire für diese Typen an wäre, dann hätten sie ihn jetzt voll gerade erschossen. Ja,
das leid, wenn man nur noch der Einzige ist. Oh. Voll zu den Kopf geschossen. Wow. Bitte. Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Schmuckwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch die Stadt. Ja, und für die Umwelt ist natürlich nicht, oder? Oh Gott. Der Typ hat auch... Einbruch. Bei Trinity wurde ein Vorfall gemeldet. Boah, es ist auch immer etwas los. Wirklich? Ich bin jetzt gegen die Umwelt am Kämpfen. Oder für die Umwelt. Irgendetwas wie da mit Wasser. Nehme ich jetzt mal an. Ich glaube, beim unteren Gebiet gibt es nur zwei Forschungsstationen. Das Mobilfunknetz ist meines Erachtens anfällig für terroristische Anschläge. Daher habe ich das hier zur Beobachtung aufgebaut. Tust du mir einen Gefallen? Achte auf alles Verdächtige. Oh, es sind keine Terroristen, aber ein Defekt im System verursacht eine Störung. Und wenn ich ihn nicht behebe, fällt das gesamte Netzwerk aus. Bisher ist nur die empfindlichste Ausrüstung betroffen. Wie meine... Ich darf nicht in die Störungsbereiche, während ich die Mobilfunkmasten repariere. Ich stelle die Linsen auf die Anzeige der Gefahrenzonen ein. Ich muss die Masten reparieren, bevor die gesamte Kommunikation zusammenbricht. Also dann muss ich immer in einer gewissen Höhe schwingen. Ich muss eine plötzliche Veränderung. Das ist der Nachteil der ganzen Technik in meiner Maske. Das tut weh. Oh, yo. Okay. Mal anders schwingen. Jetzt dürfen wir nicht allzu weit nach unten kommen. Okay, das reicht. Nice. Oh. Glück gehabt. Einer weniger. Ich muss noch drei reparieren, um das Problem zu beheben. Noch drei Stück. Ich kann sicher an diesen Helikoptern schwingen. Es basiert so viel auf dem Mobilnetz. Krankenhäuser, Polizei. Ein Zusammenbruch wäre so schlimm wie ein Blackout. Das war jetzt ein wenig dumm. Bald fällt das gesamte System aus. Ah, bei den Helikoptern. Knapp. Schnell ich nach dachte, oben. Meine Trommelfälle würden platzen. Und bald wird das allen passieren. Bug? Habe ich irgendwie gerade einen Bug bekommen? Ich kann einfach unten dran. Ah nein, es ging. Ah, es kommt immer wieder rauf und. Okay. Geschafft. Aber gut zu wissen. Ist halb erledigt. Und jetzt noch ein. Ich wünschte, ich könnte das Problem für alle beheben, außer für Leute, die ihr Handy im Kino benutzen. Und hier entlang schwingen. Das Problem wird schlimmer. Mir läuft die Zeit Komm. Davon. Gut. Unsichtbare Wände kommen näher. Ich fühle mich wie ein Pantomime. Und der letzte Turm. Das wäre repariert. Hab Zeit gut gemacht, aber ich darf nicht langsamer werden. Eine Sekunde zählt. Gleich sitze ich in der Klemme. Ich sehe gar ich sehe gar nirgends irgendwie ein Timer oder so. Oh, es kommt nach unten. Oh. Das war knapp. Also wirklich. Bam! Jetzt
Jetzt können die New Yorker ihre häuslichen Streitigkeiten wieder in der U-Bahn austragen. Und die Notdienste sind gewährleistet, was auch wichtig ist. Wenn das Netzwerk ausgefallen wäre, hätte Oscorp eine Menge zahlen müssen, um es zu reparieren. Sie werden die Station aufrechterhalten wollen. Harrys Projekt sollte gesichert sein. Ja, nice. Hatten ja keine größeren Probleme hier. Ja, dann fehlt uns eigentlich hier noch diese Mission. Eigentlich noch Bakterienkumpel. Okay. Man kann eigentlich immer anhand... Schöne Aussicht. Gut, gehen wir nach unten. Wuhu! Rückwärts, Alter! So. Ja, die Steuerung habe ich langsam wirklich drin. Oh, Fußball! Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Playtime. Hat sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein. Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was. Ja, ganz klar. Indem, dass sie überall Sachen versteckt. Ah. Ha. Das ist die Wohnung von Ty Stone. Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf. Gut, dann haben wir das auch schon. Dann machen wir noch Bakterienkumpel. Noch 7 Stück von diesen Black Cat. System der Polizei und die allgegenwärtigen Türme darstellen, aber zumindest die Last der Verbrechensbekämpfung. Vor kurzem wurde beobachtet, wie Spider-Man an diesen Türmen herumhantierte und zu Recht gehen meine treuen Hörer davon aus, dass er die Türme deaktivieren will, damit er weiter ungestraft seinen illegalen Missetaten nachgehen kann. Aber Spider-Man ist keine gewöhnliche Bedrohung. Ja, ganz sicher. Er hackt sich in diese Türme, um sie und mich auszuspionieren. Ihre einzige Verteidigung? Hören Sie sich meine Show an. Immer. Er will uns ausspionieren. Lassen wir ihn hören, dass wir ihn durchschaut haben, indem Sie mir zuhören. Und zwar ohne Pause. Ja, ganze Manipulation auf höchstem Niveau. Station Triton. Okay, das Zeug in dieser Stadt. Okay, Müllbeseitigung, wie es aussieht. Das ist ein frühes Projekt von Mom. Wir wollten Bakterien entwickeln, die das ganze Plastik im Ozean auflösen. Aber uns, also ihr, blieb keine Zeit mehr. Wenn dir etwas dazu einfällt, machst du sie sehr glücklich. Mit ein paar genetischen Tricks könnte ich das Rätsel lösen. Aber ich brauche ein besser ausgerüstetes Labor und die Bakterien leben nur in Flüssigkeit. Moment, meine Netzflüssigkeit. Ich halte die Bakterien in meiner Netzpatrone am Leben. In der ESU gibt es vielleicht die notwendigen Chemikalien. Ah, dann muss ich also erst... Oh je, die Bakterien haben mein Netz aufgelöst. Sie sind in der Patrone zum Schwingen. Die anderen Netze müssten okay sein. Jetzt muss ich ohne Schwung zur ESU. Was? Okay. Die Netzschwungnetze sind okay. Was gibt's, Kumpel? Hey, Meier, was? Nun gut, ist ein gutes Training. Ich muss mich beeilen. So gut. Wer weiß, wie lange die Bakterien lebensfähig sind. Eine gute Übung, falls meine Netzschießer mal versagen. Hey, mein Fehler. Man könnte meinen, die hätten noch nie einen an der Wand joggen sehen. Noch 400 Meter. Das kann ich verkaufen. Wow! Wow! What?
will ein Held sein, nicht den... Oh, sorry, sorry. Ich wollte gerade sagen, ich will in keiner Person reinlaufen. Ja, und? Mal was zeigen? Neues Profilbild. Ah, schon nur Gespräche manchmal. Tut mir leid. Oh. Okay, dem Gesetz nach müssen sich Chemikalien in diesen Containern entsorgen. Da müsste was Brauchbares drin sein. Ah. Alles bereit. Jetzt muss ich alles in Dr. Octavius Labor zusammenstellen. Ich würde die Uhr nehmen, aber die Bakterien würden nicht so lange überleben. Die U-Bahn ist so unhygienisch. Wow! Wow! Ja, ich bin ein Trottel! Ja, das ist der Run-Simulator. Unser Jogging-Simulator 2018. Oh, ein Eichhörnchen. Spider-Man. Aber bis jetzt funktioniert's. Sorry. Ist ja klar, dass man genau in diesem Moment, wenn man es erwähnt, das dann nicht mehr so ist. Ja, komm, gehen wir hier rum. Parkour! Aber dieser Sprung geht sicher. Sorry. Ja, so geht's leichter. Wirklich. Ah, sind wir jetzt wieder im Labor? Kann das sein? Ah ja. Okay, jetzt noch das Bindemittel. Ja, jetzt müssen wir das wieder zusammenstellen, oh Gott. Hey Doc! War eigentlich nicht auch noch hier die Hauptmission? Ist hier? Peter. Oh Peter. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das aufzunehmen? Norman hat uns ausgebotet und bald hat das Labor keine Gelder mehr. Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Hätten wir nur ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt. Oh nein! Nein! Oh, ich dachte, das würde nicht aufhören. Peter. Oh, Peter. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das aufzunehmen? Norman hat uns ausgebotet. Und bald hat das Labor keine Gelder mehr. Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Hätten wir nur ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt, die Ideen in unseren Köpfen wären. Moment. Ideen in unseren Köpfen. Mein Gott, ich hab's! Meister, Idee gehabt. Was hier? Verdammt! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman die Chance hat, von der Niederlage eines anderen zu profitieren, tut er es. Das macht mich wütend. Aber ich werde das Blatt wenden. Norman soll spüren, wie es ist, sich hilflos und klein zu fühlen. Doc muss mehr mit Norman erlebt haben, als er erzählt hat. Ja, was ist hier? Hey, Gerd, woher man weiß, dass wir keine Zuschüsse mehr kriegen, man muss nur den Kaffee probieren. Lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen.
Hat's hier noch was? Oh, ein Schacht noch. Und hier? Auch nicht. Auch keine Memo. Hier drin? Nope. Können wir wieder solche Rätsel machen? Ah ja, stimmt. Eins bekommen wir sogar. Okay, ich versuche mal wieder eins. Oh Gott, ist der Controller für die Mikrokabel, die Doc wollte. Ja. Also wir brauchen 4. Minus 1 haben wir zweimal. Minus 2, also haben wir insgesamt minus 4. Okay. Okay, weiter nach unten geht's nicht. Also können wir minus 2 höchstens machen. Und von den anderen haben wir 2x3. Das würde eigentlich schon reichen, 2x3. Na, ich glaube, ich weiß wie. Also, den stellen wir einfach hier hin. Der hier hin. Der hier. Hier. Hier, hier. Wir haben ja nur diese Eckstücke. Minus 1, minus 1, plus 3, plus 3. Okay, ich hoffe, das geht so auf. Ah, falsche Seite. Okay. Also von den Zahlen her würde es schon mal funktionieren. Und geschafft. Nice. Okay, weil. Ja, sind klasse. Viel flexibler als herkömmlich befestigte Achsenmodelle. Einfache KI, die Prothesenfunktionen mit der Zeit verbessert. Willkommen in der Zukunft. Also ich nehme jetzt mal an. Ja, das. Ach, das ist doch blöde. Das wären gerade die, die falsch rum sind. Dann mache ich die hier hin. Die kann man dann beliebig ja gebrauchen. So, dann hätten wir schon mal die normalen Stücke verteilt. Und wir haben jetzt minus 3, minus 2 und minus 1. Und plus 4 plus 3 mal 2. Okay. Und wir müssen 2 haben. Okay. Kombination minus 3 und dann 6 geht nicht. Ja, wir machen wieder minus 4 und dann 6. Also. Ja, ist ja fast das gleiche Prinzip wie vorhin. So. Und hier noch das. Mist, so. Dann hier, hier, hier. Und hier. Nice. Dann hätten wir das auch schon hinter uns. Hat die Prothese ein winziges Gehirn? Prima. Doc hat sich mit der intrakraniellen Schnittstelle befasst. Okay, es ist noch größer geworden als vorhin. Die hier kann man nicht drehen, oder? Also geht der Weg hier durch.
Den hier können wir ja mal gar nicht gebrauchen. Ah, es gibt mehrere Teile. Also, es gibt ein neues Teil mit mehreren Wegen. So. Hab's ein wenig falsch gesagt. Aber der würde doch nicht so ausmachen. Ja, füllen wir mal alle Geraden hier aus. Hier kommt auch noch einer hin. Dann hier. Hier. Ich nehme jetzt mal an. Hier kommt dann wieder so einer hin. Ja, mit dem befassen wir uns später. Hier. Mann, Mist. So. Und der hier hin. Ja, zwar, wir können auch den nehmen. Den könnt ihr auch gut nehmen. Nochmal hier hin. Wo könnte man... Nehmt den hier. Oh, nein. Nur drehen. Mist, der war falsch. So. Jetzt ist richtig. Gut. Und der hier. 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 Also wir brauchen 3 Spannung. Wir haben wieder insgesamt 6 Minus und 8 Plus. Und wir haben schon ein, na wo 3 ist, also haben wir 1. Dann müssen wir jetzt mit diesen 2 anderen nur noch 2 Unterschied bekommen. Dann also dann nehme ich -2. Nein, 2 und 3 und dann -3, okay. Gut, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es jetzt im Kopf habe. Okay, -1. Schon mal gut. Perfekt. Perfekt. Revolutionär. Aber nicht zu 100% stabil. Wir müssen das Design optimieren. Servus, Sisi. Das wollte ich gerade. Wo war denn das mit dem... mit den Mustern? Das war doch hier, oder? Das kann man vielleicht jetzt nicht machen, weil wir im, in der Mission noch drin sind. Wir müssen mit der Industriezentrifuge die Bakterien aus der Netzflüssigkeit extrahieren, um sie sicher aufzubewahren. Es war eine Mission hier. Okay. Ich muss nur die Bakterien isolieren. Ja, das haben wir ja schon gelernt. Ich nehme jetzt mal an, das Stück mit mehreren Teilen wäre besser mit 2 Minus. Und dann nehmen wir noch dieses Stück. Ja. Den hier. Gut, dann haben wir beide Teile. Und voilà. Wunderbar. Ich denke, ich habe die Bakterien verbessert. Aber das kann ich erst sicher in Harrys Forschungsstation sagen. Kann ich jetzt... Nein, es geht nicht. Leider. Oder? Nein? Okay. Dann müssen wir halt beim nächsten Mal das noch nachholen.
nehme eh an, beim nächsten Mal können wir gerade alle machen. Beste Pose. Ich müsste jetzt wieder schwingen können. Mal sehen. Ja. Kann man nichts anvisieren hier? So muss das sein. Und es geht wieder. Schwingen, ihr werdet für mich nie wieder selbstverständlich sein. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß noch, wie Harrys Mom das Projekt gestartet hat. Es hat den beiden so viel bedeutet. Wo ein Netz ist, ist doch ein Weg. Kugel. Schraube. Oh. Also bis jetzt hat's nirgendwo noch ein Verbrechen. Aber es ist auch wahrscheinlich, weil wir noch in der Mission sind. Der Testbehälter voller Plastik. Mal sehen, was passiert. Es klappt. Nicht so flott wie ich dachte, aber besser als vorher. Vielleicht muss ich weiter testen. Das ist nicht ganz zerstört, aber das ist ein großer Fortschritt. Genug für Oscorp, um weiter daran zu arbeiten. Sie könnten den Nobelpreis gewinnen. Dem Aktienkurs würde es auch nicht schaden. Gut. Dann haben wir alle hier unten. Nice. Sogar Dämonenverbrechen haben wir hier alle gemacht. Nebenmissionen nicht ganz. Jetzt zwei Tauben noch. Ein Forschungslabor. Wo gehen wir zum Forschungslabor? Wow. Und jump. Ist einfach so geil, durch die Häuser zu, durch die Blöcke zu schwingen. Außer das passiert. Nice. Ist das nächste Projekt hier. Pegasus. Ja. Ja. Versteckt in der Menge. Okay. Okay. Sei vorsichtig hier drin, Pete. Die Station analysiert gefährliche Chemikalien. Im Prinzip wollen wir sehen, wie man sie bekämpft, wenn sie nach draußen gelangen. Naja, was hoffentlich nie passieren wird. Oh nein. Jemand ist eingebrochen und hat einen flüchtigen Raketentreibstoff gestohlen. Sie haben den Container beschädigt. Er ist undicht. Nach der Zeiterfassung der Überwachungskameras ist es gerade passiert. Ich muss ihn zurückholen. Meine Spider-Bots sind nur Prototypen, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um einen zu testen. Die Sensoren können der chemischen Spur folgen. Besser als wenn ich hinter dem Dieb herschwinge. Wenn er ausflippt und das Hydrazin fällt, explodiert der halbe Block. Ich brauche einen ruhigen Ort, um den Spider-Bot einzusetzen und zu steuern. Ah, das ist jetzt das erste Mal, wo wir ihn testen können. Okay, kleiner Freund. Finde die chemische Flüssigkeit und sauge sie auf, bevor jemand krank wird. Wo sind wir? Nice. Das ist wie ein Rennen. Nein, Mini, ich beseitige nicht nur die Flecken, sondern führt mich direkt zum Dieb. Sorry, guys. Dabei nicht überfahren werden. Geht das noch schneller? Der Dieb versteckt sich in der Menge. Ich treibe sie mit einem Ultraschallschuss auseinander. Tut nicht weh, aber ist absolut irritierend. Wo ist der nächste rauf? Und der ist tot. Zum Glück ist das Zeug nur bei einer langen Exposition giftig. Oder wenn es verbrennt.
Vielleicht. It's a prank. Sorry, guys. Alarm. Alarm. Oh. Nein. Wo ist das Eichhörnchen hin? Ende der Spur. Er läuft weg. Ich muss ihn mit einem Netz einschnüren. Ich hab ihn. Jetzt hole ich mir den Treibstoff. Hey, klingt kitschig, aber du bist mein Held. Im Ernst. Geschafft. Jetzt muss ich den Treibstoff nur noch zur Station bringen. Kaum erledigt. Ein Spider-Bot ist nützlich. Wenn die Dinger günstiger wären, wären sie eine große Hilfe. Oh, ein Eichhörnchen, gerade beim Fuß. Hey, Spidey, gut siehst du aus. Alle lieben Spidey. Ist doch okay, oder? Du siehst gut aus, ist doch okay, oder? Muss ich reingehen? Die Chemikalie ist wieder an Ort und Stelle, die Sicherheit der Station ist verbessert und Yuri hat das Videomaterial für die Verurteilung. Diese Station hat sich ihren Erhalt verdient. Sie wird sicher nicht geschlossen, vor allem jetzt, da die Chemikalien sicher weggesperrt sind. Gut, auch schon erledigt. Ah, hier hat's noch zwei Tauben. Okay. Dann müssen wir doch mal schauen, wo die sich versteckt haben. Wie es aussieht, ist einer schon in der Nähe. Ah, beim Park. Ist ja klar, Tauben sind ja auch im Park. Oh, weg ist sie! Es ist meine Verantwortung, nein, die Taube zu fangen. Nein, ich hätte eher L2 drücken sollen. Aber die hängt uns nicht so schnell ab. Und wir haben sie. Wie Sie alle wissen, bin ich jederzeit offen für andere Ansichten. Ein Polizist hat mir in den Sozial... Mal sehen. Und hier ist die nächste Taube. Vorgeworfen, zu hart zu Spider-Man zu sein. Die Nachricht hat sich verbreitet. Alle haben darüber geredet. Ich will die Sache ausdiskutieren. Willkommen, Officer. Danke für die Einladung. Meine Jungs und ich haben uns ein Feuergefecht mit ein paar Typen geliefert, die nichts zu verlieren hatten. Es war ihnen völlig egal, wer überlebt oder starb. Es hätte einige Leben gekostet, wenn Spider-Man uns nicht geholfen hätte. Okay, schön und gut. Ich sag ja nicht, dass er nie etwas Gutes tut. Aber er verursacht mehr Probleme, als er löst. Sie waren auf der Akademie, stimmt's? Wurden sorgfältig ausgebildet. Müssen Regeln befolgen. Ja, aber er scheint auch zu wissen, was er tut. Dieses Mal ist es gut ausgegangen. Woher wissen wir, dass Spider-Man nächstes Mal nicht den Tod aller Beteiligten verursacht? Das ist noch Jungs. Nicht geschehen, oder? Ich glaube, wir werden uns einfach nicht einig. Danke für Ihren Einsatz und tschüss! Darf ich einen Ball? Er hat's nicht mal gemerkt. Ein Problem mit dem Basketball. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Zum Glück ist Friendly Sandra. Fire nicht aktiviert. Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich, Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Das ist mein Ball. So, ich nehme ihn mit. Was ist dein Problem? Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Thank you. Manchmal kommt noch Englisch irgendwie durch. Keine Ahnung, wie. Wieso? Panzerwagen aus. Das Geld ist sicher nicht für einen Kindergeburtstag. Hm.
Und down. Au, oh, das war mies. Und get. Ah, böse. Der steht immer noch auf. Get jetzt down. Ah. Au. Nein. Böse. Sehr böse. Bester Attack am Schluss. Ah, wir haben jetzt 5 von 5. Nice. Wir haben eh alles gemacht, was man hier in diesem Gebiet schon machen kann. Hier haben wir auch schon alle Forschungsstationen. Diese haben wir noch nicht. Hier fehlt auch uns noch eine. Hier wäre die Hauptmission. Ja, jedenfalls der untere Teil ist schon zum Teil abgeschlossen. Hier wäre noch das Verbrechen. Hier auch. Das ist jetzt der einzige Teil, der bisher komplett ist. Dann machen wir noch diese Forschungsstation. Wow. Wow. Sorry, Leute. Wow, das war nice. So. Was machen wir hier? Gemini. Unter Druck. Irgendwas mit dem Wasserturm, wie es aussieht. Hey Pete, diese Station überwacht den Wasserdruck bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Wow, der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Ja, etwas zu dramatisch betont. Ah, ja. Hier sind die Rohre, okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Ah, hier. Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hätte nicht passiert. Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt. Richtig verschlimmbessern. Ah, wir haben eine gewisse Zeit. Ah. Erledigt. Gut. Noch besser als Klebeband. Okay, dann der Turm hier. Ich sehe hier gar kein Wasser. Nennt mich den unglaublichen Spinnenklempner. Absprung. Oh, hier unten. Das darf ich einfach nicht. Voila. Oh. Alles repariert. Okay, den müssen wir näher beobachten. Gerade rechtzeitig. Okay, noch 8 Stück. Weitschuss. Perfekt. Ja, machen wir einen Hexsprung. Und
Mist. So. Nein! Der letzte. Okay. Aber das wird nicht lange halten. Der Druck sollte nicht so hoch sein. Es sei denn, der Ablauf ist blockiert. Ich kontrolliere das Ablaufrohr. Das sind Ablaufrohr dort ist sicher Verbrecher. Ich sehe nach, ob es blockiert ist. Ah, ja, ist wirklich verstopft. Das war's. Ich mach das frei, damit... Mal ehrlich, wie viele Helden bekämpfen Verbrechen und reparieren Duschen? Jetzt muss Oscorp akzeptieren, dass Harrys Station einen Crash der Stadtwerke verhindert hat. Ja, dann wäre das erledigt. Black Cat überwachen. Werden die gar nicht angezeigt? Oh, wir haben neuer Anzug. Wrestler-Anzug. Hä, ja, ich hätte gedacht, das wird... Hä? Oder war das nur die erste Verfassung und das war der allererste Kampf? Das könnte auch gut sein. Ja, es könnte wirklich... Ja gut. Den könnten wir kaufen. Der hier auch. Ja, wir könnten beide. König des Rings. Wirf Gegner mit deinem Netzangriff, ohne sie einspinnen zu müssen. Okay. Dann haben wir noch den. Ist einfach modifizierte hochaufladefähige Kondensatoren setzen Handschuhe und Gegner kurz unter Strom. Alter, der Name. Ja, aber wir behalten unser Spider Armor Anzug MK2. Ist ja fast wie bei Fallout. Wo ist der Angriff? Ah, wir haben auch Fertigkeiten. Sorry. Ah, sogar zwei Stück. Das wäre auch noch nice, dann könnte ich auch die Gegner einfach nach oben ziehen. Oder gegen den Boden zu schmettern wäre auch nice. Entwaffnen natürlich auch. Vor allem das hier unten. Raketen einfach umlenken. Was wäre jetzt hier am besten? Wir könnten auch sparen für das da beim Verteidiger. Dann hätten wir als erstes mal Verteidiger komplett gemacht. Ja, eigentlich würde ich das schon gerne. Ja, warten wir noch. Dann hier noch dieser Stadtteil. Also Midtown, stimmt. Midtown haben wir auch gestern noch lange gemacht. Für 700 Meter. Das geht noch. Mein Fehler. Und go. Ja, easy going. Vorwärtssalto. Rückwärtssalto. Schraube! Sprinten! Ah, wir müssen gegen rechts. Mist. So. Ah, schon wieder Just the Facts. Ich verbreite nicht gerne Verschwörungstheorien. Es sei denn, es könnte was Vages dran sein. Wie bei dieser. Spider-Man soll.
häufig in der Nähe von Funktürmen rumtreiben. Erst dachte ich, er wolle sie sabotieren. Aber dann kam mir ein weitaus alarmierenderer Gedanke. In seiner kranken Einbildung, er würde uns beschützen, hackt er vielleicht alle unsere Gespräche. Ganz sicher. Persönliche Gespräche mit der Frau auf meiner langen, einsamen Lesereise. Also irgendeine Lesereise natürlich. Ich rede nicht von mir selbst. Sowas mache ich nicht. Und wer denkt, er hätte solche Aufnahmen von mir, liegt falsch. Immer überdramatisiert. Riegel. Wieder Chemikalienleck. Hey Kumpel, die Station testet Feinstaub in der Luft. Es gibt sicher einen schicken Fachbegriff dafür. Aber im Prinzip ist zu viel davon schlecht. Die Messwerte sind besorgniserregend, aber inkonsistent. Wenn ich wissen will, was gespielt wird, muss ich die Emission in der Nähe testen. Aber ich habe andere Probleme. Das Entnahmegerät erkennt giftige Partikel. Das prüfe ich besser. Wieder durch die Wolken schwingen. Das Dampfventil ist ein guter Anfang. Ah, ist ein Minispiel. Hier ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Ah, nice, okay. Mal analysieren. Ich hätte jetzt mal eine Vorahnung. Ich hätte jetzt gesagt, so. Gut. Ich hab's. Also ich nehme es jetzt mal an. So. Ja, nice. Wir haben jetzt das ja genug viel gemacht, dass das kein Problem sein sollte. Also wirklich. Mit etwas anderem. Keine Ahnung mit was. Das scheint sich nicht auf ein Gebäude zu beschränken. Es sind viele Menschen in Gefahr. Ah, okay. Jedes Mal das machen. Okay. Nice. Dann wird diese Nebenmission auch leicht verlieren. Okay, ich sollte nicht sagen, wirklich, ich nehme jetzt mal den hier hin. Dann der hier. Okay, war jetzt ein wenig dumm. Nein, nicht. Der hier. Dann der. Ach Mist. wir haben hier, ich würde sagen, nein, aber dann können wir den Strich dort in der Mitte nicht machen. Okay. Ich glaube, wir sollten den hier links wieder aufmachen. Okay. Dann würde ich sagen, der hier und den zusammen. Jetzt ist die große Frage. Ich glaube, der funktioniert hier nicht ganz. Könnte gut sein. Ja, okay. Okay, der war tricky. Der war wirklich jetzt schwieriger als vorher. Die Ätersäure ist auch drin. Aber auch noch etwas anderes.
Ah. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Hier unten sollte irgendwo der Schornstein sein. Ah, ja. Kein Problem. Ja. Oh. Phew, das stinkt zum Himmel. Mal sehen. Alter, ist das riesig. Ich nehme mal an, der hier. Und der. Gut. Ja, gut, den können wir gut nutzen. So, das war jetzt wiederum leichter als der von vorhin. Ethanol. Wieso klingt das so vertraut? Ethanol. Warum hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ah, das ist ganz oben wieder. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. Yo. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ich muss hier sauber machen. Ist einfach zu oberst. Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Das Zeug einatmen. Einer weniger. Ja. Nicht gerade die beste Variante. Cool, das funktioniert. Nur noch ein paar Fässer. Muss über diesem Zeug bleiben. Ja, ja. Das letzte. Und das war's. Go. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. Was muss ich? Perfekt. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Nice. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ah, hier hat es 4 Forschungsstationen. Was? Dafür hat es hier gar keine. Nicht mal Tauben. Okay. Jetzt dann 2 Stück. Ha. Ich sehe nur eine Station. Dann die hier. Ah, hier wäre. Da oben wäre noch die Nebenmission. Ja, machen wir noch die Taube. Also, ich mache dann. So in 10 Minuten, 5 Minuten mache ich dann Unterbruch und werde am Nachmittag dann weiterspielen. Die ist dort zu oberst, was? So um 1 Uhr, halb 2, 2, so etwa in diesem Bereich. Und die Jagd beginnt. Wo ist er? Nein! Hoffentlich sieht mich niemand. Ah, Mann! Er ist so weit weg. Okay, wieder näher. Mal wieder wollte ein uniformierter Spider-Fanboy mich trollen. Nein! Die jungen Leute sagen. Er behauptet, nice. Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfelt. Ich sag Ihnen mal, warum diese Spinne mit Spatzenhirn auf diesem Wasserturm war, Leute. Weil er das Wasserdrucksystem manipuliert hat. Er wurde zuvor gesehen, wie er an einem Regler war, den nur ausgebildete Arbeiter benutzen dürfen. Wach auf, Amerika! Oh Gott, der hat auch immer etwas zum Nörgeln. Also wirklich. Na komm, machen wir noch die andere Welt dort. Dass das viele auch tun. Zum Glück wissen sie es besser.
Man kann so gut ausweichen. Bleib hier, ich tu dir nichts. Ah, Mann. Oh. Komm schon. Etwas näher. Ja, die haben wir. Nice. Wieder voll der Artikel um rechts. Woo! Also ich werde die Folge dann auch gerade heute auf unserem Channel, YouTube Channel, drauf machen. Oh, yo, ich wollte gerade sagen. Ja. So, hat's noch wer? Er wollte mit der Bazooka so nah. Alter. Das wäre nicht mal Training. Ja, ist gerade hier, wo Black Cat sich aufhielt. Oh. Spidey, bitte. Ja, ich glaube, ich weiß schon wo. Sie spielt mit mir, aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Wollen wir wetten irgendwo hier? Was? Noch eine Katze. Lol. Ein Bekannter an. Hat die jetzt voll nicht gesehen. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. Was ist das? Datenkette. Okay, machen wir das noch zum Schluss. Und dann am Nachmittag können wir dann super die Hauptstory weitermachen. Noch alles hier einsammeln. Hallo? Ah. Ja, Datenbackup. Sicher von Punkt zu Punkt einfach. Damit Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe, ob alles reibungslos läuft. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment. Die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Schnell! Schnell! Der Empfänger ist leicht zu finden. Okay, jetzt eine andere geschafft. Ich muss nur weitermachen. Ah, okay, es ist auf Zeit, okay. Lol. Die nächste ist dort oben. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus. Das war jetzt knapp. Nicht zu den Aufgaben der Forschungsstationen. Okay, dort. Dann weiter hier. Gut, nach hier. Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. Und nach oben. Nein! Mist! Okay, jetzt war ich zu übermütig. Tricky versteckt. Was? Go! Das war jetzt ein wenig knapp.
Gut, wo ist der nächste? In dieser Richtung. Und hier. Wieder dort. Müsste jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. Und noch hier. Der ist wieder dort. Gibt's. Ah. Geschafft. Wir haben es geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung. Beeilung. Ah. Okay. Dann wieder so eine Mission. Sieht gut aus. Den stellen wir hier rein. Den machen wir hier. Der hier. Der hier. Dann zwei Geraden. Mal sehen. War das nicht vorhin eine genau gleiche Aufgabe? Okay, wir haben plus 3, einmal plus 1 und plus 4. Wir können 2 setzen, maximal können wir 7. Und minus. Ja, okay, wir haben schon. Gut. Easy going. Nice. Jetzt haben wir auch gut geübt. Es geht um die Wurst. Es funktioniert. Ja, ich dachte schon, wir müssen noch etwas machen. Alles erfolgreich gespeichert. Jetzt haben alle wieder WLAN. Harry neuen Serverplatz zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, was die Station geleistet hat. Nice. Kann man irgendwelche Sachen? Ah, hier brauchen wir immer noch Herausforderungsmarken. Hier. Ja, dasselbe. Sonst haben wir alles. Hier warten wir noch. Ah, ja, wir sind ja gleich Level up. Also gleich. Also, ja, dann würde ich sagen, hier stoppe ich mal den Stream. Wenn ihr weitersehen wollt, dann würde ich am Nachmittag wieder einschalten. Da würde ich etwas länger streamen als jetzt diese Session. Vielen Dank fürs Ansehen. Und ja, vielleicht bis später. Bye.